Willkommen in der Technik-Videowelt, Clubhouse-App. Dazu habe ich gerade ganz frisch ein Video gemacht und die drängendste Frage, die immer alle Leute haben, ist: Wo bekomme ich eine Einladung her? Wie kann ich so ein Invite bekommen? Und das ist natürlich tatsächlich gar nicht so einfach, aber es gibt dazu drei Antworten. Und was für drei Antworten das sind, wie ihr an eine Einladung kommt, das erkläre ich euch in diesem Video. Bis gleich. Willkommen in der Technik-Videowelt. Ich bin Alpa und heute reden wir noch einmal über die Clubhouse-App. Ich habe ja ganz frisch ein Video gemacht, was die Clubhouse-App ist, wofür man sie benutzt. Ich verlinke sie euch auch nochmal oben. Und ja, die Clubhouse-App ist eben momentan ein exklusiver Club. Dort kommt also nicht jeder rein, wie in der Diskothek. Du kommst in den rein. Ja, es ist tatsächlich bei der Clubhouse-App momentan genauso. Momentan läuft das Ganze nur über Einladungen. Und nur wer eine Einladung hat, der darf tatsächlich momentan die Clubhouse-App auch benutzen. Zunächst einmal, warum machen die Clubhouse-App-Macher das? Das ist erstmal grundsätzlich im Marketing ist erstmal immer eine wichtigste Regel Verknappung. Das heißt, etwas wird besonders, wenn es wenige Leute haben, wenn da einfach nicht jeder rein kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist tatsächlich, man muss eben auch überlegen, warum sollte denn da jeder rein? Will ich denn vielleicht erstmal mit einer kleineren Gruppe anfangen, um das Angebot zu optimieren? Und dazu passt dann eben auch als Drittes, schaffe ich das Ganze denn auch mit meinen Serverkapazitäten? Läuft das denn technisch nicht so gut? Denn Clubhouse ist momentan in einer Beta. Aber um zu eurer Frage zu kommen, wie komme ich denn letztendlich an eine Clubhouse-Einladung heran? Und da gibt es drei Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Manche sind besser, manche sind schlechter. Und kommen wir mal zu Nummer 1. Also das Erste, was ihr machen solltet, ihr wollt in die Clubhouse-App rein. Was ihr machen solltet, geht einfach mal in eure Kontakte rein oder auf Facebook, wenn ihr es nutzt oder woanders und fragt einfach mal in eurem Umfeld nach, hat denn irgendjemand schon die Clubhouse-App einfach mal bei sich installiert? Also nutzt das denn jemand schon? Hat er denn schon wirklich einen Invite bekommen und benutzt das jemand? Denn wenn man einmal in der Clubhouse-App drin ist, dann bekommt jeder zwei Einladungen. Und diese zwei Einladungen, die kann man an jeden vergeben, den man möchte. Und das ist eben letztendlich eure Chance, wenn ihr also tatsächlich in eurer Runde fragt, hey, ich möchte in die Clubhouse-App, hat denn irgendjemand einen Invite für mich? Dann kann es durchaus sein, dass jemand noch einen Invite übrig hat. Also dann würde die Person euch einladen, also tatsächlich euch eine Einladung schicken und dann bekommt ihr direkt einen Code und dann kommt ihr auch direkt rein. Also eine super coole Sache. Das solltet ihr auf jeden Fall mal versuchen. Das ist der Erste. Ne? Also ihr bekommt also zwei Einladungen. Diese zwei Einladungen könnt ihr weggeben oder weitergeben. Das kann dann eben auch ein Freund für euch machen. Die zweite Möglichkeit. Die Möglichkeit bedeutet, ihr habt zwar zwei Invites, allerdings ist es so, wenn ihr Leute in eurem Adressbuch habt, also nehmen wir an, ich habe jetzt mein Handy und ich habe dort 100 Leute drin. Und von diesen 100 Leuten meldet sich jetzt jemand mit einer Handynummer an, die ich in meinen Kontakten habe. Also zum Beispiel Mara, das haben wir eben gerade gemacht. Mara habe ich in meinem Kontakt, in meinem Adressbuch und sie hat mich auch in ihrem Adressbuch und sie loggt sich jetzt oder meldet sich neu an bei der Clubhouse-App. Dann bekomme ich eine Info, Achtung, jemand aus deinen Kontakten hat sich bei der Clubhouse-App angemeldet, möchtest du die Person reinlassen? Ja, das ist also die zweite Möglichkeit. Wichtig ist in dem Zusammenhang, das Ganze erst dann machen, wenn ihr sicher seid, dass die Person, die schon in Clubhouse drin ist, euch auf jeden Fall in seinen Kontakten hat und das Adressbuch mit Clubhouse teilt. Also das ist ganz wichtig und erst dann anmelden und Usernamen einrichten. Diese zweite Geschichte funktioniert nicht sofort, denn Clubhouse-App will ja verknappen. Also wenn sich tatsächlich jemand anmeldet, dann kann es tatsächlich auch noch mal ein bisschen dauern, bis eben ich habe tatsächlich die Anmeldung von Mara auch noch nicht bekommen, aber die kommt dann relativ schnell rein, sollte relativ schnell reinkommen. Und das Gute ist, ich verbrauche dadurch keinen Invite. Das heißt, wenn ich zwei Invites habe und jemand aus meinen Kontakten kommt dann eben die Clubhouse-App rein, dann habe ich immer noch zwei Invites. Also total cool. Man muss also letztendlich darauf achten, dass man eben in das Adressbuch von jemandem reinkommt, der eben die Clubhouse-App schon nutzt, dann erst anmelden und dann kommt man rein. Die dritte Möglichkeit, die ist, ja, funktioniert auch, ihr kauft euch einfach eine Einladung. Wenn ihr einfach mal bei eBay guckt oder woanders, dann werden momentan eben überall Invites verkauft. Es geht von 5 Euro bis 25 Euro. Das heißt, dort kann man einfach hingehen und sagen, hey, ich möchte einfach einen Invite kaufen, kauft man das und bekommt man einen Code. Und mit diesem Code kann man sich dann letztendlich in der App dann freischalten und seid ihr auch drin. Ne? Kostet halt einmalig Geld, aber wenn es euch wert ist, dann könnt ihr das machen. Der Nachteil dabei ist, und deswegen rate ich euch auch von der dritten Methode ab, ist tatsächlich, macht das nicht, weil in eurem Profil ist für die Macher von Clubhouse und für jeden anderen auch sichtbar, wer euch eingeladen hat. Und wenn jetzt jemand
massiv bei eBay sagt, hey, ich hole euch in mein Adressbuch oder ich gebe einfach Kontakte raus und so weiter, dann kommen irgendwelche Honks oder irgendwelche Leute, die nur Stress machen und dann schauen die Betreiber, oh, diese 10 Leute, die machen alle Stress, oh, die wurden ja alle von der gleichen Person eingeladen, ja, dann schmeißen wir einfach mal alle raus, die die Person eingeladen hat, weil die scheint ja nicht gut für das Karma beziehungsweise nicht so gut für die App zu sein. Das heißt, ihr wisst ja gar nicht, mit wem ihr dort überhaupt zusammen in einen Topf geworfen werdet. Deswegen ist das ist Methode 1 mit den 2 Invites oder die Methode 2 mit dem Adressbuch, die aber gegebenenfalls auch ein bisschen dauern könnte, die beste Möglichkeit. Also diese 3 Möglichkeiten habt ihr, wenn ihr jemanden kennt, der noch Invites übrig hat, dann kommt ihr sofort rein, das funktioniert sofort instant. Die 2. Möglichkeit ist eben tatsächlich, ihr macht das mit dem Adressbuch, das kann ein bisschen dauern, es geht aber auf jeden Fall schneller, als wenn ihr euch einfach so auf die Warteliste setzt, weil ansonsten weiß Herr Clubhouse gar nicht, wer ihr seid und deswegen wird er auch sagen, nee, ich lasse lieber erst die Leute rein, wo schon Leute drin sind. Naja, und die 3. Möglichkeit wollte ich euch einfach nur mal der Vollständigkeit halber sagen. Das könnt ihr natürlich nutzen, ich rate euch aber davon ab. Ja, ich selber nutze ja die Clubhouse-App, war gestern über schon eine Stunde in einem Raum drin, habe mich dort anregend mit Leuten unterhalten. Ich finde die richtig klasse. Ich bin gespannt, wie sich das so weiterentwickelt. Und ja, ihr könnt ja gerne auch in den Kommentaren hier nach Invites fragen. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, ja klar, ich schenke euch einen Zugang. Das war's auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch ein bisschen geholfen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.